Na, etwas früher, aber das haben die einzeln. Sind das die drei, was hier vorn beschrieben ist? Genau, da haben wir einmal hier den Ben und dann haben wir noch den Puldi und den Schabi hier drin. Der Schabi liegt gleich hier rechts. Den habe ich gesehen. Der Puldi liegt so in der Höhle. Es ist also so, dass die sich jetzt vor der Höhle dann doch schon deutlich vorbereiten. Sie sehen es auch hier, dass sie sich Stroh immer wieder reinholen in die Höhle. Das ist ganz anders für die. Und dann wäre ja, also, das ist so, die da und Menschen alle, die haben auch blonde und dunkle Haare. Die haben größer und kleiner und schlanker. Muss ich vorher herkommen, mal. Ja, also kann ich Ihnen so viel dazu zu sagen. Doch, und zwar ist es auf, da oben haben wir einen Schiefer und es ist auf die andere Anlage, also er könnte, wenn er wohl drüber gehen, dann sind wir aber das ist so seine Hinterhöhle. Eine komplette Ernährungszustand. Ja, genau. Und hat eine komplette Ernährungszustand. Man kann es am Bennett Chee sehen, der hat eigentlich seinen Winterspeck jetzt schon auf der Rippe. Der kann in bester Ruhe in Winterruhe gehen, ohne dass er anschauen muss, dass er verhungert. Meister Pets, da bleiben. Ja, man hat immer Fahrt.